Platz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Why do you want outside if you're going to demolish it? What's the point? Why? You're a man on the bus. You live here at the moment. Yeah, okay, that's cool. Right, I'm the local chief inspector. I just need to have a bit of an idea of who's here. Sure. And Jules tells me it's a mixed group of German, East German, Spanish. Yes, and English. There's two children as well? Three children. There's also some people, actually, one woman with the children who's actually meant to be, the council is meant to provide housing. There were some paperwork that they did not do. Right. So we got a request from the Citizens Advice Bureau and we accommodated her with the children who've now gone to school. Right then. So child goes to school? Yeah. So it's basically, it's a mixed community of direct action squatters or artists and musicians to actual people who actually need accommodation, such as the lady who's actually entitled by the government. All the people who are living here are in genuine need of housing in a place which is getting demolished in 3 months or whenever. There's an Adler, war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch erstmal Schmidt und Weiß und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.